Polizei! Wir sind beruflich hier. Zeitung! Clown Michulski ermordet! Ausgerechnet am 1. April. Kommt 00 Schneider zurück? Das bin ja ich. Guten Tag. Ich bin der Kommissar 00 Schneider. Der Kommissar, der alles gut macht. Fälle löst. Und so weiter. Wer bist du? Kommissar 00 Schneider. Ich wollte zwar in Rente gehen, aber es gibt nur einen, der diesen schwierigen Fall mit dem Clown lösen kann. Nämlich Kommissar 00 Schneider. Sensationell! Ihr Comeback in die Kriminalistik, Herr Kommissar. Richtig, richtig, puppichtig. Gestatten, Kirschken, Lieutenant. An die Arbeit! Herr Kommissar. Was machen Sie für Sachen? Ich konnte nicht mehr, Herr Kommissar. Ja, ja, vielen Dank. Ich habe Ihnen Zigaretten mitgebracht. Rausbekommen. Und zwar schon bald. Kombiniere, kombiniere. Weshalb? Wissen Sie was? Ja. Haben Sie schon einmal überlegt, wie wir vorgehen könnten? Wir vorgehen können? Ja, hingehen. Richtig. Und ich weiß auch wohin. Einlass, Befragung, Polizei. Frau, ich muss übrigens noch weg. Ich habe einen schwierigen Fall zu lösen und überhaupt keine Zeit. Immer denkst du nur an dich? Und wer denkt an mich? Ich, Liebling. Denn du bist in meinem Hause der allerbeste Gast. Jetzt reicht's aber! Was hat er denn getan? Stören einer höheren Person! Ich habe noch nie solch einen willensstarken und unerbittlichen Kriminalist erlebt wie ihn. Hut ab! Wie kocht Hase? Popase. Ich höre ein Geräusch. Es ist ein Räuber.
Gut gemacht. Dankeschön. Ich will einen Anwalt, Herr Kommissar, einen Anwalt. Anwalt? Ich höre immer Anwalt, Anwalt, Anwalt. Oh! 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 Make my day. Schwamm drüber. Ja, geheimnisvoll, geheimnisvoll. Was sich hinter diesen Gefängnismauern abspielt, erwehrt sich einer Beschreibung, wo sich die Feder sträubt, fortzufahren. Langer Tag wieder, ne? Ein Tag voller Arbeit. Prost. Prost. Körschken. Prost, Herr Kommissar. Prost. Leutnant. Lieutenant, Entschuldigung. Da kann sich ja mal verdun, ne? Da sieht man mal wieder. Verbrechen lohnt sich nicht. Drei Herren in einem Raum. Schlecht, ne? Da kann man wohl schlecht Fotze lecken. Ja, sicher. Sicherlich. Genau.